Hi, grüß euch, ich bin's, die Ronja Forcher. Heute geht's weiter mit unserer Videoserie zum Thema Impfen. Ich stehe hier vor dem Impfzentrum in München und ich freue mich sehr drauf. Ich werde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Malteser alle Fragen stellen, die ich so habe. Und euch nehme ich natürlich wieder mal mit. Los! Jetzt bin ich hier bei der ersten Station, die Anmeldung, und ich darf mit dem Robert sprechen. Hallo Robert. Hallo. Jetzt tun wir mal so, es ist leider noch nicht der Fall, aber dass ich eine Person bin, die sich jetzt impfen lässt bei euch. Ich habe jetzt da diesen Impfbogen mit, den würde ich jetzt wahrscheinlich dir geben, oder? Genau. Dann bräuchte ich noch einen Personalausweis. Ja, der ist jetzt sozusagen auch mit dabei. Und natürlich den Impfpass. Ja, genau. Wobei wir auch welche da hätten, wenn du keinen hast. Ah, das ist gut zu wissen. Ja, und dann gucke ich mal im Computer, ob du auch wirklich einen Termin hast. Ja. Und da stehst du und dann kriegst du von mir jetzt einen Laufzettel. Ah. Und darfst mit den Unterlagen jetzt in den nächsten Raum zu B und gibst es dort ab und die Kollegen, die führen dich dann weiter. Okay, vielen Dank, Robert. Bis dann. Hi, Cecilia. Hallo. So, ich habe eine Frage an dich. Die Person, die sich impfen lassen will gegen Covid-19, war jetzt schon vorne an der Registrierung, jetzt kommt sie zu dir. Was passiert denn dann? Genau, die Impflinge kommen zu mir mit ihrem Klemmbrett. Ich fülle den Laufzettel auf, dass sie Station B besucht haben, überprüfe den Impfbogen, ob Unterschrift geleistet ist, ob der Impfbogen überhaupt vorhanden ist. Wir haben auch viele ältere Leute, die den Termin telefonisch bekommen. Okay. Da wird der Impfbogen bei mir hinterlegt. Und dann nehmen sie im Warteraum Platz und werden dann von den Kollegen aufgerufen, um zu Station C zu gehen. Und dann stellen wir das Klemmbrett einmal hier her und die Kollegin aus Station C holt die nette Dame dann ab. Sehr schön. Dankeschön. Hallo Frau Doktor. Hallo, grüß Gott. Ich darf heute dabei sein bei der Impfung der Patientin und wollte Sie fragen, was jetzt in diesem Raum genau passiert. Das Aufregende natürlich. Mhm. Genau. Also in diesem Raum klären wir nochmal ab, ob irgendwelche Vorerkrankungen vorhanden sind, ob sie irgendwelche Medikamente einnimmt, die vielleicht ein Risiko machen würden, machen nochmal eine kurze Anamnese und machen eine Aufklärung zum Impfstoff. Sehr gut. Das heißt, bei allen Fragen, bei allen Unsicherheiten kann man sie dann noch an Sie richten oder genau. Also, sehr gut. Dann will ich gar nicht weiter stören. Jetzt geht's los. Allergien sehe ich, haben Sie Pollenallergie? Ja. Sonst keine anderen Allergien bekannt. Okay, super. Wichtig heute und morgen, die nächsten Tage, viel trinken, dass Sie eine gute Durchblutung haben, eine gute Zirkulation. Die nächsten Tage schonen, bitte keinen Sport machen, keine schwere körperliche Tätigkeit. Dann dürfen Sie hier auf der Liege Platz nehmen und den linken Arm, haben wir gesagt, schon mal frei machen. Frau Dr. Riemer, jetzt habe ich noch die Frage, ab wann der endgültige Impfschutz eintritt. Die Patientin wurde jetzt gerade mit BioNTech geimpft. Ab wann kann sie denn wirklich sich in Sicherheit fühlen? Also sie hat jetzt nach der ersten Impfung, gute 2 Wochen nach der ersten Impfung, schon den Teilschutz. Mhm. Also der Körper fängt schon an, Antikörper zu bilden. Ja. 2 Wochen nach dem zweiten Impftermin kann sie damit rechnen, dass ihr Körper den vollen Impfschutz gebaut hat, sozusagen. Sehr gut. Was wird jetzt passieren, wenn durch irgendwelche Umstände man nicht schafft, nach 6 Wochen, sondern erst nach 7 Wochen kommt? Müsste man dann wieder von vorne anfangen? Nein. Nein. Also es ist auch nicht sicher, dass es nach 2 Wochen schon so weit ist. Also jeder Körper ist auch unterschiedlich. Klar. Wenn man sicher sein möchte, dann könnte man 6 Wochen nach der zweiten Impfung einen Antikörpertest machen. Ah, ja, und stimmt. Und testen, wie gut die Antikörper sind. Ja, weil es ist ja dann ein eigener Schutz des Körpers, den man dann selber kann. Vielen Dank, Frau Doktor. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass wir Sie begleiten durften. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie haben sich jetzt alles anschauen können? Jetzt bin ich absolut schlau geworden über diese Impfung und den Prozess. Es war sehr, sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Es sind halt auch tolle Kolleginnen und Kollegen hier vom Malteser Hilfsdienst. Großartige Arbeit und ich denke, das zeigt für alle Bürgerinnen und Bürger, man muss wirklich keine Angst haben, hierher zu kommen. Ne? Vor allem, was ihr heute gelernt habt, man wird nie allein gelassen. Das ist so schön. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Malteser oder allen anderen Hilfsorganisationen lassen einen wirklich nie allein. Ich bin auch, weil Sie die Organisation ansprechen, sehr, sehr dankbar, was hier an großartiger Arbeit geleistet wird. Ja. In den Impfzentren mit den Maltesern hier, den Johannitern, Arbeiter-Samariter-Bund, im Bayerischen Roten Kreuz,
aber auch was das technische Hilfswerk allein in der Verteilung zum Beispiel der ganzen Impfstoffe leistet im ganzen Land. Ja. Also wirklich überall großartige Arbeit von Hauptamtlern und Ehrenamtlern. Ja. Ein unheimlich starker Einsatz, sonst könnten wir jetzt diese ganzen Kampagnen, das gilt fürs Testen und das gilt fürs Impfen, so gar nicht bewerkstelligen. Ja. Also ich habe da wirklich großen Respekt dafür. Ja, ich auch. Ja, darum finde ich es auch ganz toll, dass Sie heute hierher gekommen sind, weil das ist ein starkes Zeichen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Im nächsten Video will ich dann natürlich wissen, wie sich die Geimpften nach der Impfung fühlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder.